Ich begrüße Sie ganz recht herzlich zu unserer neuen Ausgabe des Marktblitzes im Monat September. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Der Blick auf die Preisverläufe zeigt uns, dass es in den letzten Wochen noch einmal turbulent am Markt zuging. Auslöser für die Preisanstiege auf über 300 Euro war, dass angekündigt wurde, dass die Nord Stream 1 Pipeline erneut in Wartung geht, Ende August, Anfang September für 3 Tage. Und in diesem Zusammenhang wurden dann gleich Bedenken geäußert am Markt, dass möglicherweise nach dieser Wartung kein Gas mehr nach Deutschland fließen könnte. Das hat zu diesem Preisanstieg geführt. Anfang letzter Woche setzte da eine Korrektur ein und wurde dann vor allem auch unterstützt von Meldungen aus der Politik, wonach diese jetzt also doch intensiv in den Markt eingreifen will. Die EU-Energieminister werden sich Ende der Woche am Freitag treffen und dann überlegen, was sie tun können, damit einfach der Preisverlauf in Zukunft in etwas geordneteren Bahnen verlaufen wird. Also insgesamt ist es nach wie vor das Thema Versorgungsängste. Wie sich das jetzt in den nächsten Wochen, Monaten und ins nächste Jahr hinein entwickeln wird, hängt von verschiedenen Faktoren ab, die im Moment keiner konkret vorhersagen kann. Es wird ja angestrebt, dass der Energieverbrauch, also der Gasverbrauch in Europa bis ins nächste Jahr hinein um 15% reduziert werden soll. Da muss man mal abwarten, wie die Endverbraucher reagieren. In diesem Zusammenhang wird vor allen Dingen auch wichtig sein, wie die Temperaturen sich im Wintermonaten darstellen in Deutschland, im benachbarten europäischen Ausland. Wichtiges Thema in diesem Zusammenhang wird auch sein, wie sich die LNG-Importe in den nächsten Monaten darstellen, im bisherigen Jahresverlauf sehr erfreulich. Aber Europa steht hier im intensiven Wettbewerb mit den asiatischen Staaten. Das Angebot ist begrenzt auf dem Weltmarkt und es geht nur über den Preismechanismus, die Mengen hier nach Europa zu leiten. Andere Faktoren werden in dem Zusammenhang auch wichtig sein, von denen im Moment, wie gesagt, keiner genau weiß, wie es weitergeht. Und dementsprechend ist es im Moment auch sehr unsicher, wie sich der Preisverlauf mittel- bis längerfristig dann darstellen wird. Unterstützend in dem Zusammenhang ist sicherlich die Entwicklung der Verlauf bei den Gasspeicherständen. Die haben mittlerweile ein sehr gutes Niveau erreicht. Die Vorgaben von der Politik wurden teilweise jetzt schon erfüllt. Also das ist sicherlich, was immer mal wieder ein bisschen für Entspannung sorgen kann. Aber insgesamt bleibt die Situation angespannt. Und in der kurzen Frist können wir uns vorstellen, wenn die Politik jetzt hier Maßnahmen ergreift, dass das die nächste Zeit auch noch mal ein bisschen wirkt, sodass gegebenenfalls noch mal Preisrückgänge möglich sind. Aber es ist halt nicht auszuschließen, dass im weiteren Jahresverlauf, auch Anfang nächsten Jahres, wir wieder höhere Notierungen sehen werden. Ja, kommen wir nun zum Strommarkt. Auch hier die Entwicklung ähnlich wie bei Gas. Deutliche Preissteigerungen zuletzt und jetzt anschließend eine gewisse Beruhigung. Die Preise werden hier vor allen Dingen getrieben, halt auch von der Entwicklung am Gasmarkt. Am kürzeren Marktende allerdings spielen weitere Faktoren eine Rolle. Da sind zu nennen die niedrigen Niederschläge in den letzten Wochen, in den Monaten im In- und Ausland, haben dazu geführt, dass die Wasserstände, die teilweise sehr niedrig sind bei den Speichern, sodass im Ausland da Probleme bestehen mit der Stromerzeugung. Wir haben den niedrigen Wasserstand im Rhein, was den Transport von Kohle behindert und zu erheblichen Transportkostenerhöhungen führt, was sich auch in den Strompreisen niederschlägt. Und dann auch noch die Probleme bei den französischen Atommeilern. Alles zusammen treibt dann auch noch am kurzen Marktende die Preise mit nach oben, abgeschwächt dann auch für das Kalenderjahrprodukt 23. Also insgesamt auch hier wie beim Gas der Ausblick im Moment sehr unsicher. Es gibt Chancen, dass wir nochmal Rücksetzer sehen in den nächsten Wochen, aber es ist längerfristig nicht auszuschließen, dass wir hier nochmal höhere Preise sehen. Ja, das war es dann jetzt soweit von unserem Marktblitz in diesem Monat. Schön, dass Sie wieder dabei waren und ich freue mich, wenn Sie auch im Oktober wieder zuschalten. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen.